Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich musste euch gerade aus dem Büro holen. Da wart ihr nämlich noch. Also die Kamera. Ich laufe jetzt runter. Der Ben ist gerade zu seinem Schläfchen hingelegt worden von mir. Bewegt sich schon wieder. Der kleine Süße schläft jetzt wieder. Ich zeige euch mal, was schon auf dem Tisch steht. Aber jetzt mache ich noch Rührei und schneide noch Gurke, Tomate und Avocado. Also, Papi und Liana... Genau, Butter hat sie gerade gegessen, ne? Papa und Liana waren schon beim Bäcker und wir haben diverse Brötchen und Brezeln und Brioche. Ein paar süße Dinge, Marmelade, Schokocreme, Mandelmus. Dann habe ich eine kleine Käseplatte gerichtet mit Trauben. Genau, das ist Frischkäse, ne, Schatz? Und Babybel, genau. Babybel auch, genau. Hier sind noch Brötchen und diverse Wurstsachen und ein bisschen Fisch. Achso, und Kürbissuppe habe ich noch gekocht, weil das soll ja ein Brunch werden. Jetzt sind sie da, endlich wieder, unsere Freunde. Und jetzt werden wir starten mit unserem Brunch. Wir haben sehr lecker gefrühstückt, aber erst gefrühstückt. Die Kürbissuppe hatten wir noch nicht. Und jetzt, immer wenn Marina da ist, müssen wir was mit Haare und Make-up machen. Marina ist ja Stylistin und die kann ihre Finger nie stillhalten und hat gefragt, ob wir nicht irgendwie ein Foto machen wollen. Und das ist eine super Idee, weil ich brauche für Instagram immer neue Fotos. Das heißt, sie wird mir jetzt eine schöne Frisur machen. Wir überlegen uns irgendein Thema, ein schönes Make-up und dann machen wir einen schönen Instagram-Post. Und danach gibt es dann Kürbissuppe. Endlich mal wieder hier die Kinder dran. Wir spielen jetzt eine Runde Uno. Wunschkarte! Und du hast eine Wunschkarte und Mami auch. Thanks. Guten Abend. Wundert euch nicht über mein Aussehen. Wir haben heute ein bisschen rumexperimentiert. Marina macht ja Haare und Make-up und hatte Lust, ein bisschen an mir was auszuprobieren. Leider haben die Fotos so überhaupt nicht geklappt und es war eigentlich... Ich möchte jetzt nicht sagen verlorene Zeit, aber wir haben halt einfach kein schönes Ergebnis rausbekommen. Jetzt hat sie gerade nochmal alles anders gemacht. Und jetzt werde ich später, wenn die Kinder im Bett sind, versuchen, noch ein paar schöne Fotos zu machen. Weil jetzt natürlich die Kinder dran sind. Oh, er weint. Schnulli, Schnulli, Schnulli. Oh, Benji weint. Jetzt ist wieder alles gut. Na? Hallo, ich bin Hallo Sky! Wohin fliegst du? Zur Giraffe. Oh, wir haben eine tolle Giraffe ausgeliehen bekommen von meiner Schwester, die Musik macht, wo man Bälle reinschieben kann und die Kinder sind total hin und weg. Die Kinder sind heute definitiv zu kurz gekommen. Ne? Wir haben gebruncht, wir haben viel geredet und die Kinder haben wir versucht, so nebenher zu bespaßen. Aber natürlich waren sie heute nicht so richtig im Mittelpunkt und das tat mir die ganze Zeit irgendwie total weh und leid. Und ich habe gedacht, ah, ich muss jetzt aufhören mit diesen Kackfotos und Make-up und... Super! Alles geil! Willst du mal zur Giraffe fliegen? Ich hab schon. Bist du schon? Okay. Nee, meine Giraffe. Everest hast du gerettet? Wo ist Everest? Und natürlich kam das Vloggen auch zu kurz und es war ein trotzdem sehr schöner Mittag mit unseren Freunden. Ja! Aber das ist halt leider so, wenn man Instagram und YouTube macht, dass man halt nie einen freien Tag hat und wenn man sich dann mal so einen halben Tag frei nehmen möchte, dann ist es halt nicht wirklich frei, weil man total unentspannt ist, weil man weiß, man hat keinen Vlog, weil man weiß, man hat kein Foto produziert, weil man weiß, man war nicht viel in den Stories. Also das ist schon so ein Druck, den man immer wieder hat. Marshall! Hi Marshall! Ich habe ein Leiter, die dicke runter. Wow! Darf ich deine Leiter mal runter und hoch laufen? Natürlich. Ich komme zu dir, Marshall. Marshall. Und wieder hoch. Runter. Wow, runter geht das auch. Ich habe gedacht, das geht nur hoch. Das ist ja toll. Sollen wir zur Zentrale zusammen? Ja. Komm. Sky, du jetzt muss ich mit den Kinderchen spielen. Ich melde mich nachher nochmal.
Meine Lieben, Stunden später. Ich habe jetzt die Kinder ins Bett gebracht und was gegessen, ein bisschen Instagram gemacht und jetzt habe ich gerade angefangen, den Vlog zu schneiden und habe gemerkt, ich habe nur 6 Minuten. Ich habe heute einfach nicht viel gevloggt und ich verwechsel das dann auch manchmal mit Instagram, dass ich denke, ich habe doch voll viel gemacht, aber dann war es halt auch mit Instagram zusammen. Deshalb, und weil ich ja weiß, dass ihr das so gerne macht oder hört, beantworte ich euch jetzt noch ein paar Fragen, weil ich habe noch ganz viele übrig vom letzten Q&A. Und ja, dass ich euch nicht irgendwie einen halben Vlog oder gar keinen Vlog präsentieren kann, habe ich gedacht, mache ich jetzt noch eine kleine Runde Q&A hinten dran. Wir schauen. Wie hast du es geschafft, mit Insta Geld zu verdienen? Wäre auch toll, wenn ich das schaffen würde. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, man muss natürlich auch die ganze Zeit zusammenfassen, ne? Ich habe angefangen mit YouTube. Da kannte ich Instagram noch gar nicht. Mit YouTube habe ich angefangen, als Liana, ich glaube, so 2, 3 Monate war. Ich habe das während der Schwangerschaft ja gesuchtet und habe viele, viele Mami-Blogger angeguckt, Mami-Vlogger. Und habe dann irgendwann gedacht, hey, ich mache das auch, passt doch zu meinem Beruf, Moderatorin, YouTube, ne, kann man gut vereinbaren. Und da dachte ich ja auch noch, ich gehe schnell wieder zurück in meinen Beruf und habe dann angefangen, YouTube-Videos zu machen. Wenn man 1000 Abonnenten hat auf YouTube, kann man sich monetarisieren lassen und da bekommt man dann Klickgeld. Und das ging aber lange, bis man 1000 Abonnenten hat. Das ging echt lange. Irgendwann hat dann jemand gesagt, oder ich habe das gesehen, oder ja, ich weiß nicht mehr, wie es kam, aber hat irgendjemand gesagt, du musst Instagram machen, weil du mit Instagram YouTube pushen kannst und andersrum. Und dann habe ich mir einen Instagram-Account gemacht und da war es dann genauso schwer, Abonnenten zu kriegen. Ich kann dir eigentlich keinen wahren Tipp geben, außer mach's. Mach's und glaub dran, dass es funktioniert. Es hilft natürlich, wenn man sich dann mit anderen Mami-Vloggern ja, unterstützt. Ich war auch ganz am Anfang in einer Gruppe, da hatten wir einen Adventskalender auf YouTube geplant. Und da war ich in einer Gruppe mit ganz vielen Mamis, die gerade angefangen haben, YouTube zu machen, die alle so um die, keine Ahnung, 20, 30 Abonnenten hatten. Und wir haben uns dann zusammengeschlossen und haben gesagt, komm, wir machen alle zusammen einen Adventskalender. Und ja, dann lernt man sich so kennen und dann hatte ich ja auch das Riesenglück, dann Isabeau kennenzulernen und dass sie mich gepusht hat. Aber ich glaube, dass es jeder schaffen kann. Man muss nur immer hinter seinen Träumen und Wünschen stehen und daran glauben, dass es funktioniert. Dich nicht beeinflussen lassen von Dingen, die andere sagen, weil wenn ich auf andere gehört hätte, dann hätte ich das bestimmt nicht gemacht. Deswegen mach's einfach, wenn das dein Traum und dein Wunsch ist und glaube dran, dass das funktioniert und dass du eben damit auch Geld verdienen kannst. Möchtet ihr noch ein drittes Kind? Ich glaube, diese Frage kommt in jedem Q&A. Ihr Lieben, ich möchte das jetzt nicht verneinen oder ja sagen, weil ich es momentan nicht weiß. Unser kleiner süßer Ben, unser zweites Kind, ist jetzt 9 Monate und ich habe ganz oft in den 9 Monaten das Gefühl gehabt, dass ich meiner großen süßen Liana nicht immer gerecht werden kann, weil ich gerade mit dem Baby beschäftigt bin oder weil ich sie vertrösten muss oder weil ich ja, ne? Und ich habe das Gefühl, dass, oder das ist kein Gefühl, sondern ich glaube, das ist einfach Realität, wenn ein drittes kommt, dann müssen Ben und Liana wieder zurückstecken. Und ich glaube, dass ich das nicht so gut kann. Ich habe so viel Liebe in mir, die wahrscheinlich für 20 Kinder reichen würde, aber ich möchte einfach auch richtig auf meine Kinder eingehen. Und dadurch, dass meine Kinder ja zu Hause sind und ich alle Zeit der Welt mit ihnen verbringen möchte, glaube ich, möchte ich meine Liebe und meine Zeit auf diese 2 Kinder aufteilen. Falls es passieren sollte, dass ein drittes kommt, kein Thema. Genug Liebe übrig. Mit der Zeit müssen wir dann irgendwie hinkommen. Aber momentan glaube ich es nicht. Aber sag niemals nie. Meine Freundin sagt immer, warte mal, bis der Ben aus dem Babyalter raus ist und dann sagst du, ich will wieder ein Baby. Mal schauen. Dürfte Liana bei deinen Eltern schlafen, wenn sie es wollen würde? Ist eine schwierige Frage. Also ich würde sofort ja sagen, weil, ne, das sind meine Eltern. Denen ich natürlich total vertraue und Liana liebt Oma und Opa, aber für mich wäre es schon ein krasses, komisches Gefühl,
weil wir haben ein Familienbett. Mein Mädchen liegt immer neben mir. Wenn der Tag kommt, wo sie sagt, sie möchte woanders schlafen, dann liege ich wahrscheinlich die ganze Nacht wach. Aber ja, dürfen dürfte sie es schon. Wobei es bei mir so war, aber da war ich natürlich schon älter, da habe ich auch immer zu meinen Eltern gesagt, ich möchte bei meiner Freundin schlafen. Und dann, sobald es dunkel wurde, habe ich dann zu der Mama von meiner Freundin gesagt, kannst du meine Eltern anrufen? Ich würde dann gerne nach Hause gehen. Also ich glaube, ich war bei keiner Übernachtung wirklich über Nacht. Was wäre dein größter Albtraumberuf? Puh, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, jeder Beruf, der nicht Spaß macht, wäre ein Albtraum. Das ist ja auch immer meine Message. Ich habe nie in meinem Leben, das kann ich jetzt wirklich behaupten, ich habe nie in meinem Leben etwas gemacht, was ich nicht machen wollte. Das war immer für viele so unsicher, aber ich hatte ja schon in der Schule, ich war im Gymnasium und habe gesagt, ich möchte nur bis zur 10. Klasse machen, weil ich auf diese Musical-Schule möchte. Und meine Eltern haben mich immer in allem unterstützt und standen immer hinter mir, hinter jeder Entscheidung. Natürlich haben wir drüber geredet, aber ich habe nie irgendwie ein schlechtes Gewissen zugeredet bekommen oder gesagt habe, nee, du machst jetzt das Abi oder so. Ich habe wirklich immer so gelebt, dass das, was ich gerne machen wollte, habe ich getan. Und wenn es vielleicht alle Leute sagen, boah, ist die blöd, die ist auf dem Gymnasium und geht nach der 10. Aber für mich war das einfach so, ich möchte Musical-Darstellerin werden. Und als ich dann in der Ausbildung war, dachte ich, ich möchte mehr Varieté machen. Dann bin ich ins Varieté. Dann kam das mit der Moderation. Ich bin immer meinem Herzen gefolgt und habe immer das gemacht, was ich liebe und machen wollte. Und ich glaube, ein Albtraumberuf wäre einfach ein Beruf, in dem ich nicht glücklich bin. Und das wäre, ich kann jetzt gar nichts so Spezielles nennen, irgendwas, was ich halt überhaupt nicht gerne machen würde. Aber ja, ich bin gern vor der Kamera, ich helfe gerne Menschen. Ich kann dir gerade keinen Beruf nennen. Aber ja, folge deinem Traum ist das Motto. Wenn alle Tiere sprechen könnten, welches glaubst du wäre am nervigsten? Was sind denn das für geile Fragen? Isa heißt sie. Mega Fragen. Welches Tier wäre am nervigsten? Oh Gott. Irgend so was Kleines, Quietschiges wahrscheinlich. Eichhörnchen. Vielleicht ein Eichhörnchen. Die sind super süß. Aber ich glaube, die könnten auch ganz schön nervig sein, wenn die so sprechen würden, die ganze Zeit rumhüpfen würden, ihre Nüsse die ganze Zeit so knacken würden. Keine Ahnung. Geile Frage. Ich muss mir da noch länger Gedanken drüber machen, welches Tier am nervigsten wäre. Oder, ich wollte gerade sagen ein Hahn, aber die sind nervig, weil sie halt immer Kikeriki machen, wenn sie sprechen würden. Ist ein Mann, wird wahrscheinlich nicht viel sprechen. Was ist eine Sache, von der viele Leute begeistert sind und du es nicht nachvollziehen kannst? Ist immer noch diese Isa. Schick mir bitte mehr Fragen, ich liebe deine Fragen. Was ist eine Sache, von der viele Leute begeistert sind und du es nicht nachvollziehen kannst? Boah, aber schwierige Fragen. Fragen, wo ich echt drüber nachdenken muss. Es ist echt schwierig, ich komme auf nichts. Was alle geil finden und ich aber nicht. Ziegenkäse. Finden nicht alle geil, ne? Oh, es ist echt schwer, aber die hat noch mehr solche Fragen. Pass auf. Was ist eine Sache, die du ausprobiert hast und nie wieder machen willst? Vielleicht Skifahren? Also ich war mit André, das war noch vor den Kindern, da hatten wir gerade Mia ein paar Monate, waren wir Skifahren mit unseren Freunden. Und André ist ja, der liebt Skifahren. Und er hat gesagt, ich muss das unbedingt machen und unbedingt lernen. Und ich hatte nur Panik beim Skifahren. Ich fand das überhaupt nicht geil. Ich glaube, ich würde nicht, also ich habe da keinen so Spaß dran. Und für mich war das echt immer nur Panik. Skifahren. Über welches Thema könntest du einen 30-minütigen Vortrag ohne Vorbereitung halten? Über jedes Thema. Ich kann über alles reden und 30 Minuten sind für mich gar nichts. Ich hatte bei Pearl TV manchmal Live-Shows, die eine Stunde lang gingen. 60 Minuten live
Teleshopping, da muss man ohne Pause reden. Also da kann man nicht mal 2 Minuten still sein, ne? Weil du bist live und du bist alleine und du hast ein Publikum und du musst dann einfach nonstop reden. Deswegen, ich kann 30 Minuten, gib mir all, ich kann über alles reden. Ich auch. Kannst du auch. Ich habe hier voll die geilen Fragen. Pass auf, ich stelle dir auch welche. Was ist eine Sache, die du ausprobiert hast und nie wieder machen willst? Ich weiß was. Die Geburt unserer Kinder. Zweimal ausprobiert will er nie wieder. Gerade heute hat es zu unseren Freunden gesagt, oder? War das heute? Nee. Ich habe zu ihm gesagt, das war der schönste Moment. Und dann hat André gesagt, was war da schön dran? Ich habe gesagt, ich spinnst du, unser Kind zu sehen? Ja, dieser Moment. Das Moment, ja, aber vorher. Hat er 2-mal ausprobiert, will er nicht mehr machen. Aber es hat er bei Liana auch gesagt und bei Ben ist er auch wieder mit rein. Aber ich muss sagen, die Geburt bei Ben war André schon ganz anders. Bei Liana ist er immer wieder zu mir gekommen. Bei Ben ist er 5 Stunden lang in einer Position gesessen und hat gedacht, ich lasse die lieber in Ruhe. Er hat gelernt aus der ersten Geburt. Stimmt's? Ab wann würdest du mit Kindern zum Zahnarzt gehen? Ah, das haben mich schon einige gefragt. Also wir waren noch nicht mit Liana, aber ich finde auch, dass es langsam an der Zeit wäre. Wir reden viel über den Zahnarzt. Es gibt auch ein Buch. Und ich habe ihr auch gesagt, sie bei einem normalen Arzt, bei der U-Untersuchung, hat sie einen Edelstein geschenkt bekommen. Und jetzt sagt sie immer, sie will wieder zum Arzt, weil sie möchte nochmal einen Edelstein. Also bis jetzt hat Liana noch keine schlechten Erfahrungen gehabt, Gott sei Dank, beim Arzt. Und auch nicht beim Zahnarzt. Und ich sage ihr ja auch immer, wenn wir abends Zähne putzen, wie toll sie das macht und was für tolle weiße Zähne sie hat. Und dass der Zahnarzt bestimmt total stolz auf sie wäre. Und ja, das müssen wir bald mal angehen. Einfach, dass sie da keine Angst davor hat. Also, wir haben es noch nicht gemacht. Ich würde sagen, man sollte das machen, wenn das Kind sprechen kann und man und versteht und man dem Kind erklären kann, was es ist. Weil diese Begegnungen beim Arzt, die sollten immer positiv laufen. Wenn die Begegnungen schlecht laufen, dann ist das immer schlecht abgespeichert. Und ne, es wird wahrscheinlich irgendwann mal passieren, dass beim Arzt halt was wehtut oder was ne, gemacht werden muss, was vielleicht nicht so toll ist. Aber bis dahin sollte man halt positiv vorbereiten und wenn es schlecht läuft, positiv nacharbeiten. Also ja, das ist ein Thema, was ich auch gerne mit Liana bald machen würde. Warum trägst du deinen Schmuck nicht mehr? Ach, weil ich zu doof bin. Ich vergiss das immer. Ich liebe den Schmuck und ich muss den auch unbedingt, ich muss dran denken. Aber ich bin halt ne jemand, der morgens kurz ins Bad läuft, der sich die Zähne putzt und dann fängt der Tag an. Seht ihr ja in meinen Vlogs, ich bin, außer heute, nie wirklich gerichtet. Bens Zimmer. Der Ben hat noch kein Zimmer. Also Liana und Ben haben ja hier unten das Spielzimmer, wo sie den ganzen Tag spielen. Und oben haben wir halt so ein zweites Zimmer, wo die Spielsachen sind, die unten nicht mehr reingepasst haben. Da sagen wir immer Lianas Zimmer. Aber die Kinder schlafen ja bei uns im Familienbett und das wird auch bestimmt noch ein paar Jährchen so sein. Also weder Liana noch Ben haben jetzt ein eigenes Kinderzimmer, kann man sagen. Wir erwarten ein Baby. Herzlichen Glückwunsch. Hättest du Angst, in dieser Zeit schwanger zu sein? Nein. Ihr Lieben, ich sage das immer wieder und ganz oft, Angst ist nur ein Gedanke. Und die Gedanken, die machen so viel mit unserer Welt. Lass keine Ängste zu, generell in jedem Thema in deinem Leben. Du bist schwanger, das ist das Schönste auf der ganzen Welt, das tollste Gefühl, das Wunderschönste, was passieren kann. Und alles, was kommt mit der Geburt, mit den Untersuchungen, das wird alles gut. Und das sagt dir immer wieder. Mach dir nicht irgendwelche schlechten Gedanken oder mal dir nicht schon irgendwelche Szenarien aus, die gar nicht da sind. Bleib positiv und sag dir immer wieder, dass es total toll wird. Und stell dir deine Wunschgeburt vor, visualisier deine Wunschgeburt und das wird alles total gut. So, ihr Lieben, jetzt mache ich Schluss und schneide noch den Vlog fertig, dass ihr das morgen auch habt. Und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten wieder dabei seid. Bis ganz bald. Ciao.